Heyo Leute, ich bin's Mick vom Kanal GameCorp. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir die, wie heißt es noch gleich, Prüfung des Schwertes auf Fortgeschritten geschafft. Haben uns kurz bei Meister versucht, weil der Part nicht so lang war. Und haben dann gemerkt, so, hey Mick, du bist ja echt scheiße. Als ich die erste Mission in Meister schon irgendwie 10 Leben verloren habe. 15 Herzen meine ich. Das war es mir dann nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann mache ich das lieber alles nochmal. Ich habe ja jetzt rausgefunden, hey, du hast doch fucking Bomben. Warum benutzt du nicht deine Bomben? Stahlhinox. Stahlhinox. Alrighty. Wäre vielleicht cool, wenn ich einen fucking Bogen hätte. Come the fuck on. Na, fucking please. Und da ist das Auge rausgekommen. Fick Meister, fick Meister. Ich rast aus. Ah. Wir machen Meister wann anders. Und wir machen jetzt erstmal ein paar andere Nebenquests. Und zwar die seltsame Maske. Gerüchteküche extra 1. Man munkelt von einer Krogmaske, die ihrem Träger verrät, wenn sich Krogs in der Nähe aufhalten. Am Stall des Waldes soll es eine Extra-Ausgabe geben. Der Stall des Waldes. Wo ist denn der? Der ist wahrscheinlich am Wald, ne? Der Stall des Waldes, da gehen wir mal hin. Porten uns schnell hin. Kletes Gerüchteküche. Ja, die Gerüchteküche, die liegt eigentlich an jedem Stall aus. Und ja, mit den neuen EX-Nebenquests, die wir gekriegt haben, kriegen wir neue Ausrüstung. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht, weil ich weiß noch nicht, was diese macht. Ich weiß zwar, was es ist, aber ich weiß nicht, was sie macht. Da habe ich mich nicht spoilern lassen. Bis auf eben die Krogmaske, aber die ist ja eigentlich ziemlich selbsterklärend, ne? Wenn man so drüber nachdenkt ein bisschen. Gut. Oh, schön, schön, schön. Ha, aber diese Prüfung des Meisters, ne? Wow, fuck. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so schwer wird. Aber hey, ist ja nicht schlecht, wenn man eine bisschen Challenge hat. Ich meine, ich bin ja auch schon bei Fortgeschritten einmal draufgegangen. So, Stall des Waldes. Dort soll es weitere Informationen geben. Möglicherweise in diesem Heftchen. Kletes Gerücht der Küche, extra 1, nice. Hallo, hier ist eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch, ob bei Mondlicht oder Sonnenschein. Heute habe ich etwas Besonderes Saftiges für euch. Frisch aus der Gerüchteküche. Die geheimnisvolle Krogmaske. Manche Handwerker glauben, dass ihre Werkzeuge mit den Jahren ein eigenes Leben annehmen. Aber offenbar können auch die Masken der Waldgeister ein Eigenleben entwickeln. Wenn man die Krogmaske trägt, soll sie angeblich von Zeit zu Zeit klappern und eine süßliche Stimme erklingen lassen. Vielleicht ist sie ja aufgeregt, weil sich in der Nähe Artgenossen aufhalten, die für ihre Augen unsichtbar sind. Unsere Augen, meine ich. Sie soll im Schlund eines furchteinflößenden Baumes in einem Wald versteckt sein, der alle Besucher in die Irre führt. Sicher nicht einfach an so einem Ort eine Schatztruhe zu finden, aber vielleicht gibt es eine einfachere Methode? Oh, okay. Alles klar. Ich weiß auf jeden Fall, wo. Ich weiß auf jeden Fall, wo was gemeint ist. Frage nur, wie komme ich da dran? Ich würde sagen, wenn es eine Kiste ist, dann wird das hier, mein Stasis-Modul, mir anzeigen, dass ich die einfrieren kann. Und ich meine, ja, das ist mein Plan jetzt erstmal. Also werden wir uns auf den Weg in den Wald machen, sind wir ja gerade da in der Nähe. Und müssen wir halt jeden Baum anders, also jeden Baum anschauen, ob der ein Gesicht hat. Und wenn er ein Gesicht hat, Stasis-Modul, um zu gucken, ob eine Truhe drin ist. So, kriege ich den Hirsch? Naja, bin zu langsam.
Warte, kann ich nicht einfach Chugger Chugger. Wo ist da? So, Nachttempo plus. Bin ich jetzt schneller als er? Nö, bin immer noch langsamer. Habe ich irgendwas, was mich schneller macht? Ja. Spurtwildgemüse. Kriege ich ihn jetzt? Oh, Gott, der hat mich ausgetrickst. Ah, er kommt auf mich zu. Okay, easy. Let's go. Okay, cool. Jetzt muss ich nicht laufen, aber ich ziehe mich erstmal wieder um. Was hatte ich an? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Das und das. Und das, glaube ich. So. Okay, schneller kann er nicht. Fuck. Bin ich ja schneller, wenn ich laufe. Okay. Nun gut. Wir reiten jetzt erstmal in den Wald. Und dann machen wir das genauso, wie ich gesagt habe, mit dem Stasis-Modul. Und dann müssten wir eigentlich die Krogmaske finden. Oh, müsste zu machen sein. Schön. Jetzt habe ich extra ein Gericht von mir einfach gegessen. Nur damit ich diesen Hirsch reiten kann. Den hylianischen Hirsch. Ich weiß gar nicht, ob er so heißt. Habe ich den schon fotografiert? Ja, ist ja auch egal. Solange wir mit dem relativ okay in den Wald kommen. Hey. Hey, 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 hey. Da war nur ein Wildschwein, okay? Kein Grund auszuflippen. Gut. So. Sind wir auch bald da. Den kann ich theoretisch... Ah, ich glaube, ich bin wirklich einfach schneller, wenn ich laufe. Warum habe ich kein Schild ausgerüstet? Ah, weil ich nur noch gute Schilder habe. Alles klar. Da rüste ich mal keins aus. Tschüdü, tschüdü. Tschüdü. So, im Wald mit Gesichtern, der jeder in die Irre führt. Na gut, ich meine... Verlaufen ist ja eigentlich ziemlich schwer. Also ich meine, kann man. Aber ich finde es persönlich ziemlich schwer. Weil man eben eigentlich nur den Fackeln... folgen muss. So, da ist schon ein Baum mit einem Gesicht. Na? Ja. Okay, cool. Das war schon zu viel des Guten anscheinend. Zu viel des Guten. Gut, aber wir sind ja wieder am Anfang. Ist ja kein Problem. Okay, dann checke ich einfach die, die auf dem Weg liegen. Scheint ja, als würde ich mich nicht sehr weit aus dem Fenster lehnen dürfen, was das anbetrifft. So. Hier. Ne, ich darf einfach wirklich nicht von den ersten paar Fackeln weg. Das ist schade. Aber das gibt mir wenigstens ein bisschen mehr Grund, den Fackeln zu folgen und erst später zu schauen, ob und wo diese Maske in einem Baum drin ist. Ja. Genau. So machen wir das. Man kann auch den Fackeln nur bis zu einem bestimmten Punkt folgen. So. Ja, ich sehe die halt bis jetzt alle nur von hinten. Die Bäume. So, jetzt wird mir angezeigt nach da. Guck ich mal. Da hinten ist die Fackel. So. An wie vielen Bäumen komme ich vorbei, die ihren Mund offen haben? Keine. So, nach links jetzt. Da lang. Interessant. Die haben ihre Münder alle irgendwie zu. Außer der hier. Ha. Okay. Oh, da ist eine Truhe. Ist das etwa schon... Nope. Okay, das ist nicht die Krogmaske. Komisch, aber dass ich die dann nicht gesehen habe mit meinem Stasis-Modul. Vielleicht kann ich die einfach wirklich nicht bewegen. So, da ist nichts drin. Okay. Die haben alle ihre Münder zu. Da ist noch was. Keine Truhe drin. Da sind einige. Okay, eines. Keine Truhe. Okay. Jetzt bin ich halt fast da. Schon.
Wait a second, hier war ich noch nicht. Sind hier irgendwo Fackeln? Okay, aber ich bin an einem Stein, ich bin an einer Lichtung. Ich bin da, ach so. Blöd. Schade. Ich gehe erstmal in den Wald. Da hätte ich mich auch reinporten können, einfach. Ich gehe erstmal in den Wald, dass mein Spawn da ist, falls ich mich verlaufe. Ja, das ist ja interessant. Also, natürlich im verlorenen Wald. Das ist klar, dass die Maske hier irgendwo sein muss. Gib mir die Ding. Bisschen mehr Ding. Sie soll im Schlund eines furchteinflößenden Baumes im Wald versteckt sein. Angeblich gibt es eine Methode, sie zu finden. Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass es eben die Methode ist hier, bla bla. Damit die mir angezeigt wird. Vielleicht wird sie mir auch nur angezeigt mit... mit dem. Okay, ich will aber wieder rein. Ich will diese Maske finden. Wie finde ich den Okay. Okay, Sheikah-Sensor. Suchobjekt ändern. Wie wär's denn mit Truhe? Ayo. Schatztruhe in der Nähe. Welche Richtung? Da. Okay, okay, okay. Ich hab's gecheckt. Ich glaube, ich hab's gecheckt. Was zum... Okay. Wie komme ich da dann hin? Wie komme ich zu dieser einen Fackel? Die kam mir nämlich schon unbekannt vor. Die sah so komisch aus, dass die da einfach so rumsteht. Hier. Da hinten komme ich da durch. Ne, da komme ich nicht durch. Okay. So. Wie komme ich zu dieser Fackel? Gute Frage. So. Aber ich glaube, das ist wirklich das, was gemeint ist mit einem einfachen Weg. Jetzt muss ich nämlich nicht nach dem Ding suchen, sondern das Ding kommt sozusagen zu mir. So. Immer noch sehr unzuverlässig, though. Ich muss schon sagen. Irgendwo da wird mir angezeigt. Ja, da ist ja wieder Ende Gelände. Da? Oh! Oho! Make is schlau, make is schlau. Yes. Okay, cool, dann haben wir die Quest in diesem Part gut abgeschlossen. 20 Minuten hat es gedauert. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Im nächsten Part machen wir die anderen EX-Quests. Und mal schauen, ob wir die genauso gut hinkriegen. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dann und ciao.